Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es war der zweite Teil vom Triple Stream mit Broski, mit den Teasies und mir. War sehr, sehr cool. Ich will nicht zu viel spoilern, was wir so gemacht haben, aber es kam ein paar Einkäufe und ein paar Abgänge. Lass mal darüber reden, wir sind im Bruch. Wir haben Packs gezogen, wir haben Spieler getestet, wir haben verrückte Themen gehabt, worüber wir gesprochen haben. War wirklich sehr cool. Wir werden eventuell in Zukunft sowas wieder mal machen, vielleicht in so einer Weekend League, dass wir dann hier schwitzen. Die Kombi war sehr geil, die Zahlen waren krass, der Chat war geil, alles war sehr cool. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Jetzt seht ihr hier nochmal den zweiten Teil. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Checkt die anderen Jungs aus und viel Spaß mit dem Video. Oh, heim in Sonnenzimmer? Guck dir die Gruppe an. Für 69,99. Geholt für 350. Verkaufen kann ich ihn tun für 800. Oh, Eligello. Verkauf ihn doch mal, dass du mal so langsam. Guck mal, du. Eligello, weißt du, ich finde deine Gruppe geil, du machst gut Invest. Aber so langsam musst du doch mal an dich denken. Ja. Du brauchst so langsam, es geht Richtung erste Welt, du brauchst ein Team. Ja. Aktuell hast du nur Team-Squad-Karten. DSI war sein einziger Vorzeige. Du musst Invest auscashen. Nein, Garincha, ich hab mit den allen fett Kohle gemacht. Du musst dir Ziele setzen. Das ist doch jetzt dumm, was du machst. Weil du bist dumm. Nein, du bist dumm. Dir los. Wie kann man den mittags um 13.36 Uhr verkaufen, wenn man abends 100.000 mehr dafür kriegt? Ich bin in der verschissenen Gruppe drin. Korrekt, Eligello, da gibt's gerade Probleme. Ich hab dich aber gefickt. Warte mal, du hast vorhin nicht mal eine Sekunde gesagt, dass ich den jetzt verkaufen soll. Du bist voll dumm. Ja gut, dann musst du aber auch gleich investieren. Ich bin gerade auf deine Brille gekommen, Digga. Nur als Info, wirklich. Also Chat, ich sag's immer wieder. Scheiß auf 69,99 Trading-Gruppe. Lade einfach FIFA-Points auf und lass es geschehen. Machen wir mal einen schönen Cappuccino. Ich mach Cappuccino. Ich trinke zum ersten Mal in meinem Leben Cappuccino. Das Einzige, was da passieren könnte, dass du dich heftigst einkackst. Für alle Eligella-Zuschauer, wenn der Mann jetzt auf Geschmack von Kaffee kommt, ne? Dann müsst ihr loslassen, dann bin ich nämlich wirklich 24/7 online. Dann müsst ihr komplett loslassen. Dann bin ich wirklich 24/7 online. Dann könnt ihr euer Leben abmelden, Digga. Trinkt man Kaffee mit Zucker eigentlich? Zucker trinken die Weicheier, weil dann schmeckt es halt weniger nach Kaffee. Ja, das brauche ich, ich bin Weicheier. Ja, dann du willst mir jetzt was von Weicheier erzählen, obwohl du bist mittlerweile auch auf Kaffee schwarz mit Milch umgestiegen. Ja, aber ich sag ehrlich, aber willst lieber Zucker? Zucker macht's halt wirklich schmackhafter, Zucker. Ich schmeiß dir mal Zucker. Also, ihr trinkt das so, weil ihr es lecker findet oder den Sinn dahinter? Beides, ich finde es ein Kombi so. Schmeckt dir nicht? Mhm. Kannst du mir den freimachen zum Schürfen, Edi? Ja, warte. Ja, der testet gerade. Ich will mir noch kurz den nehmen. Ist der so schnell jetzt drin? Soll ich kurz warten? Geht jetzt. Wie viel hast du ihm gegönnt? Ein Stück. Nee, sorry. Gib ihm ein zweites Stück. Walkout? Ne. ZM England. Bellingham? Oh! Ne. Digga, ihr macht da jetzt meine Packs auf. Nee, wir müssen bei uns weitermachen. Cello! Bitte nicht, ich bezahle euch. Nur kurz 130.000? Cello. Maybe auch vielleicht wirklich ein Maldini sind kleine Zwischenschürfis. Okay. Und dann wird halt groß angegriffen. Boniface Evolution gleich machen oder auf Inform warten. Warte auf die nächste Woche, der kriegt einen POTM, Bro. Weil dieses Jahr ist das so, dass die ganzen... Rodri abgestoßen, 89. Aua. Ey, jetzt mal wirklich ernsthafter Call, okay? Okay, ja. Rede. Und ich möchte, dass wir mal ein Brainstorming machen. Mhm. Warum zum F*** ist alles so viel teurer als letztes Jahr? 40.000 geschafft, alles. Gewinnspiel. Jede Karte, jede verschissene Karte, die Preise... Zur ersten Weekend League. Ihr werdet da mit einem Bronze-Team rumlaufen. Ihr werdet euch gar keine Spieler... Hoffentlich holen wir vielleicht auch mal 14 Siege. Ihr werdet da euch gar keine Spieler leisten können. Chat, ihr wollt nicht wissen, was sich Eli alles geholt hat. Ja, Eli geholt ist ein Geheimnis. Da dreht's euch. Wir cashen am Ende aus. Ich mach das zu eurem eigenen Schutz, weil wenn ihr mir nachkauft, das reicht schon, wenn 100 Leute den nachkaufen. Dann ist es nämlich tausendmal schwieriger. Mörse. Ich sag, es ist die Inflation. Eli hat eine Mörse gezogen. Digga, er hat doch bestimmt auch in Holland zum ganz falschen Zeug gegriffen. Guck dir das mal an, als sie das Bild gemacht haben. Nee, warte mal. Es wurden viele Sachen deutlich gefixt. Frauen bieten neue Möglichkeiten, Evolution etc. Das kann wirklich gut sein, ne? Es haben so viele Kumpels dieses Spiel sich wieder geholt, die gar nicht vorher gespielt haben, weil sie, ja, du zum Beispiel. Haben. Nee, so Leute, die so 2-3 Jahre nicht gezockt haben. Du spielst doch gerade auch nur 2 Wochen für den Hype, oder? Ja, mindestens. Ja, also ich doch. Wahrscheinlich Max 2 und dann gehen wir auf 4 und dann gehe ich wieder raus. Geil, ich denke, so wie immer. In Januar gehen wir dann Minecraft in Craft Attack. Dann muss ich schnell peace. Soll ich dich mal was sagen? Wenn EA verfickte 30 Spiele gemacht hätte und das alte Reward-System, so scheiß mal auf Top 100, so, das war ganz
ganz lustig. Bier. Ja, aber so, bei dir ist schön warm. Jeder hatte geile Ziele. Ne, bei Broski war so Elite, Elite 1, Elite 2. Oh. Bei mir war es Top 100, Elite 1. Bei den Tidys war es Gold 3. Jeder hatte irgendwas, worauf er schwitzen konnte. Power. Es ist so, jeder hatte so. Und jetzt ist so alles irgendwo vermixt. Wenn die das alte Reward-System reinkloppen würden, das wäre so krass. 30 Games gebe ich den Casual Gamern, ist zu viel für den Otto Normal. Einfach 10 unter der Woche, 20 Wochenende. Ja, entweder das oder für die Cracks, die machen 20 Spiele. Und wenn du von diesen 20 Wins, von den 20 Spielen 12 oder 13 Wins holst, kriegst du wie so eine extra Weekend League, wo du dann so einen Schlüssel bekommst, gefühlt, wo du dann nochmal 10 Spiele extra gehen kannst, nur für Leute, die 12 Wins geholt haben. Und da gibt es dann eine Top 100 und geile Rewards. Dann würden nämlich auch die schlechten Spieler sich richtig freuen, diese 12 Wins zu holen, damit sie mal diese elitäre Fähre kommen. Das ist eigentlich wirklich eine geile Idee. Das ist so eine geile Idee. Gebe ich dir einen Call, sage ich dir sogar ehrlich hier, ist sogar besser wie 10 Spiele unter der Woche. Weißt du warum? Und Champions League. Ehrlich. Weil viele unter der Woche, glaube ich, echt keine Zeit, keine Nerven haben, nach ihrem Job nochmal reinzugehen. Das ist ein ganz anderer Grund. Es ist einfach besser, weil die Idee vom Großmeister Eli Geller kommt. Erstens auch. Wegen der Reichweite. Reichweite, safe. Abo-Paket. Abo-Paket? Penis kannst du nicht sagen. Nee, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch früher immer gedacht, so komm, 10 unter der Woche, so soll doch fit gehen. Aber ich glaube halt wirklich, für die Leute, die hart buckeln gehen und dann noch 10 Spiele machen müssen, weiß ich nicht, Digga. Aber das wäre, damit wären alle Seiten zufrieden. Ich finde die Idee aber wirklich geil. Du kannst dann auch für die Leute, die sagen, Alter, mir reichen 20 Spiele, genau, dann mach deine 20. Genau, und fertig. Dann genau, mach deine 20 und passt. Aber für die Leute, die ein bisschen mehr wollen, es gibt E-Sportler, die spielen mit 3 Accounts. Also ich würde es noch sehr wichtig finden, dass auch die Rewards wieder auf dem Donnerstag gelegt werden. Ja, plus 1. Ich hole mir jetzt eine Meinung von einem E-Sportler ran. Ja, was willst du? Ja. Wir haben eine Diskussion. Kurz wieder. Darf ich da vorne was sagen, kurz zu Mo? Ja. Mo? Auch wenn es dein Chef ist, ne? Ist ja ehrlich. Wir sind aber unparteiisch, ne? Wir sagen ja, ja, nicht, nee, ich sag nicht. Ich sag einfach nur ehrliche Meinung. Also, ich gebe sogar euch eher die Meinung. Also von vorne an habt ihr recht. Okay, gut. Dann. Aber er weiß ja nicht, wer. Ja, nee, ich sag nichts mehr. Ich will nur sagen. Er weiß gar nicht. Neutral. Was glaubst du, ist gegen E-Sportler oder gegen gute Spieler die bessere Karte? R9 oder Mia? R9. Gut. Warum? Weil der fett ist. Schön. Nee, nee, aber stopp, eins noch. Wen würde aber eher so empfehlen für Leute, die einfach die WL so zocken und ein abgefuckt geile Stürmerin wollen und jetzt nicht unbedingt E-Sport gegen E-Sport oder so? Ja, wenn du Kreuz hast, dann R9. So eine Quatschaussage. Doch, es ist wirklich so, er wird besser sein. Nein, Mann, du hast nur Angst, ganz kurz, Angst, dass du den Geldhahn abnimmst. Wann war Mo das letzte Mal Weltmeister? Ja, aber Powershots, du brauchst Platz und Zeit. Ich hab da keine dafür. Ahnung. Ja, du musst nicht sehen, weißt du, wie schwer das ist. Hallo, Dullmike? Ja, hallo. Hallo, wir brauchen mal kurz einen Call. Ja. Und zwar, wenn du dich entscheiden müsstest, wen würdest du spielen? R9 oder Mia Hamm? Das Ding ist, ich habe halt von keinem Pro bisher was zu R9 gehört. Weil die noch keiner hat? Ja, die haben zurück mir was runter. Und aber das Ding, ich habe vorhin gegen einen gespielt in Rise mit dem und der war echt nicht gut, also wirklich nicht gut. R9? Ja. Und Mia? Bei Mia habe ich gespielt, war sehr gut. Aber halt, ich habe noch nicht gegen diese Pros gezockt, also ich sogar gerade gegen Pros mit DD. Und ich kann nicht einschätzen, ob da Herm halt besser wäre oder schlechter als Billy jetzt zum Beispiel. Okay, 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 okay. Aber hast du Mia noch? Nee, ne? Nee, ich hab Pele. Oh ja, okay, du bist ja komplett losgelassen. Pele, das ist ja der schnellste von den dreien. Nee. Findest du Pele besser als Mia Hamm? Ich weiß halt nicht, also wie man so zu diesen Spots kommt. Also du würdest Pele für Pro Gameplay vor R9 und Mia Hamm spielen? Ja, schon. What the fuck? Jetzt ein Pille geht hoch um 2 Millionen. Ich sag dir ganz ehrlich, Dul Mike auf die 1. Salam alaikum. Alaikum salam. Umut. Okay. Ja. Wie geht's dir? Nicht so gut. Okay, warum? R9 steigt und ich hab ihn gekauft. Okay, okay, okay. Warum willst du R9 kaufen? Ich glaube, ich geh auch weg. Na, aber warum wolltest du ihn kaufen? Weil ich dachte, er wäre der Beste. Okay, okay. Warum holst du nicht Mia mit dem Geld? Mia Hamm? Ich glaube, nur Pille. Und nicht Mia? Warum nicht Mia? Ich weiß nicht. Bisschen teuer, weiß nicht. Wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du eher Mia spielen oder R9? Ich glaube R9. Warum? Weil R9 aus Respekt zu ihm. Okay. glaubst du... Was also, für Respekt zu ihm? Ist der Onkel oder was? Was glaubst du, wer im Spiel erfolgreicher sein will? Welche Karte einfach besser, mit der man mehr erreicht, nicht spaßtechnisch? Glaubst du R9 oder Mia Hamm? Was hat dieser Hamm so krass? Jetzt einen Powerschuss?
Ja. 5-5? 5-5 hat er 9 auch. 5 auch. Die ist halt klein und schmächtig. Ja. Ich glaube, er 9. Okay, gut. Also ich als der Einzige in den Raum, der in FIFA 23 ein 20-0 geholt hat, muss ganz ehrlich sagen, ich auch hier tatsächlich dann aufgrund der Historie hier mit der meisten Expertise, was das Gameplay angeht, sag es alles Quatsch. Ihr müsst in Franck Ribéry, Thierry Henry, Cannavaro, Petit, Lahm, Casillas, Maldini, jetzt Roberto Carlos rein. Das sind meine Tipps. Quatsch. Das sind die Tipps, die er sich geholt hat. Ich brauche halt offensiv Schlobocker. Torwart könnte neuer sein. Es ist Marc André. Ist Degen. André. Ich bin drinne. Noch gar nicht gesehen, der Mann. Marc André, vielleicht Doppelwalkout? Ja. Alter, wisst ihr, was ich Bock hätte heute? So ein Doppelwalkout-Icon. Wo du schon hinten die Icon-Animation siehst, vorne so ein Muck und dann dreht sich's. Ach Digga, den kann ich nicht mal verkaufen. Sehr gut, ja. Boah, was ein Laufweg von Ori. Alter. Walkout? Geil. Ja, Levi, oder? Girassi. Achso, gibt's ja gar nicht. Oh. Levi, geht ja gar nicht in Form? Digga, ich bin voll drin gerade. Wieso sag ich denn bei Polen Girassi? Hä? Pajon. Wir waren alle gerade komplett falsch. Aber die läuft gerade voll. Ja, ich bin gerade drin, ich bin gerade in diesem Zeitschlitz. Jetzt wird's jetzt ernst, oder was? Jetzt wird's ernst. Sein Moment ist gekommen. Komm, meine Königin! Geht aber hier schon runter, ne? 5-7. Das könnte ein Zeichen sein. Sie schlagt dir die Türe zu, habe ich gerade gehört. Alter, guck mal, die gehen direkt mit 100.000er Schritten rein. Wer ist das? Welcher E-Sportler ist das? Komm zu mir, meine Königin! Khaleesi! Digga, der geht mit 50.000er Schritten. F*** dich. Was halt dagegen? Lass jetzt los! Mach 10.000er Schritte. Mach mal auch so ein 60.000er Schritt, du musst mal ein Statement setzen. Komm her, meine Königin! Titi! Komm her, meine Königin! Hier hast du sie, aber wie viel? Für 5.555.000. Gutes Preis hier. Schönes Ding. Sie ist arrived! Die Königin stark. Ist da! Stark, endlich hast du es auch geschafft. Boah, ich sag, die wird sich... Boah, ich rede nicht mit Leuten, die nicht R9 und Hem haben. Digga, die wird sich, glaube ich, mit Proteas auf dem Platz Leuten, so gut verstehen. Also mit Leuten, die nicht R9 und Hem haben, dann lass ich mich gar nicht auf ein Gespräch ein. Meinst du, sie und Proteas führen auch so richtig innige Gespräche? Das kann gut sein. Dafür haben guck mal, für dich, siehst du, wie viel Coins ich da noch oben auf der Uhr habe, Simon? 103.000. Weißt du, woher diese 103.000 kommen? Durch meine Naschis vorhin. Also die ich vorhin erwirtschaftet habe. Ja, stark. Das war der Best. Gut, und dafür zahlen wir nur 69,99. Und dafür zahlen wir 69,99. Das ist ein guter Deal. Einmalig. Einmalig. Alter. Die 100 mehr hätte ich nicht machen können. Komm in die Gruppe. Was, Willi Icon? Nein. Oh mein Gott. War da mit EA irgendjemand, da lief da was? Ja. Mit irgendwie? Keine Ahnung. Digga, da zieht ein Abedi Pelé. Und hat schon 3 Icons da rausgefingert. Wilfred, was soll das? Was geht, Bro? Du siehst unglaublich aus. Danke. Siehst du, Wilfred, wenn ich da in die Kamera nicht halt reingucke? Das packt mich so ab, ne, mein FIFA. Dieses stark, Zippo. Ja. Ich fühle dich. Ich weiß nicht, ob du das checkst oder ob du das kennst, Bro. Dreimal kam bei mir irgendwie sowas Weißes. Ja. Was geht los? Ist ein Bruch oder was? Ja, das ist ein Führer, ne? Ich hab keine Ahnung, wie man dieses Spiel spielt. Aber war das gestern? Komm, wieder. Ich drück einfach was. Hast du deinen Account gezogen? Also, hast du jetzt 3 Icons? Und wie schmeckt er? Wie schmeckt der Schwanz? Wie macht er das? Wie funktioniert denn das? Der lutscht. Was willst du? Komm in die Gruppe, Bro. Weißt du, wie gut ich trade? Du ziehst die ganze Zeit Icons. Krank, ne? Digga, das ist der Schwanz. Der hat seine dritte Icon gezogen. 3. Ich hab 3 Icons und so eine geisteskranke Hero. Wir sind schon seit 8 Stunden live gewesen bei den anderen beiden. Lassen das bei mir ausklingen. Oh, und morgen bin ich dann wieder zu Hause in der. Oder sind wir wieder? Oder? Ihr streamt auch von zu Hause? Ich stream morgen nicht, ne? Ich esse mit Oberdorf. Doch, wir streamen morgen. Wir streamen morgen, ja. Trau ich alles zu jetzt. Eikäsen? Hört sich ja, an. Niemand hört sich an wie so eine Kampfsportart einfach. No, ich muss meine Freizeit Eikäsen. Ist voll gut, ich fühle mich da voll ausgeglichen. Fucking Willi hat schon 3 Icons hast gezogen, du schon ne? Eikäsen gesucht? Ey, Willi hat mehr Icons gezogen als wir hier so, zusammen. Kleiner hin, der kann Eikäsen. Digga, hör auf, das ist nicht mal lustig, deine Lache ist aber zu krass, Digga. Hast du einen Schluck, da läuft alle Spezi gerade, Alter. Pass auf. Mit einem Haarland im Rücken, ne? Wow. Oh, warte mal! Ist nichts. Ey, Digga.
Weil das, warum ist es denn so blau? Ja, hier, Copa Libre oder was weiß ich. Alter, Asker Bier. Ist das doch nicht sogar ex-Hertha, ex Stuttgart? Ja, der war bei Hertha und Stuttgart. Gut, Pink Spire war jetzt zuerst bei mir, ne? Okay, machen wir halbe halbe beim Finn. Halbe halbe. Irene, rüber oh, mit dem Pop, Zapp. Oh, Pop! 88, bin ich da. Ausgleich. Pop, Ilfella. Bin ich da. Ja, 15.000 Pop. Weggepoppt. Oh, mach, werde ich Pop. Passiert manchmal, muss manchmal. Habt ihr schon mal was Paranormales erlebt? Nee? Ich habe eine Gruselstory und das ist eine wahre Geschichte. Du hast mit Spiegel geguckt. Weißt du, was das Problem ist, Digga? Die scheiß Story hat sogar was damit zu tun. Mit Spiegel? Nee, sowas ist voll gruselig. Also die ist mir selber nicht passiert, aber die Story ist tatsächlich eine Freundin von meiner Freundin aus der Uni passiert. Die war mit ihrem Freund, die ist auch so 23, 24, die war mit ihrem Freund im Urlaub 2 Wochen. Die wohnen aber noch nicht zusammen. Die wohnen in 2 verschiedenen Wohnungen. Ihr Freund hat sie dann nach Hause gebracht nach dem Urlaub, die war 2 Wochen weg. Ne, so eine ganz normale Wohnung, stieß die Tür auf, ne, kommt an, legt erstmal ihre ganzen Sachen ins Wohnzimmer. Denkt sich so, okay, boah, bin ziemlich im Eimer, ne. Die sind auch geflogen, waren lange unterwegs. Denkt die sich, leg jetzt hier erstmal alle Sachen ab, geh mal ins Bad und geh jetzt mal duschen, muss mal ein bisschen frisch werden. Dann müsst ihr euch von der räumlichen Ordnung das so vorstellen, dass quasi das Badezimmer ist ja bei vielen Wohnungen direkt am Schlafzimmer dran ist. Mhm. Ne? Ja. Und das, das waren aber nicht 2 Räume nebeneinander, mhm, sondern quasi das Badezimmer war so schräg davor. Also du kannst von deinem Bett Genau, du kannst von deinem Bett quasi auf den Pott gucken. Ja, okay. So übertrieben gesagt. Sie steht dann halt vor dem Spiegel, ne, putzt sich so die Zähne. Und eins in den Chat, wer die kennt, das sind so alte, diese alten Spiegel, wo du links und rechts dann auch noch so ein bisschen Stauraum hast, die, wo du auch so draufklacken kannst, dann gehen die auf, wo du dann dahinter so deine Sachen reinpacken kannst. Ja, ja. Spiegelschrank so. Ja, ja. So ein Spiegelschrank einfach. Und die kannst du dann meistens links und rechts, kannst dann quasi draufklicken und dann hast du auch quasi so einen Spiegel, den du so seitlich dann, aha, rausziehen kannst. Ja. Ne, und sie guckt so seitlich in den Spiegel und die guckt einfach und sieht aus dem seitlichen Spiegel einfach unter ihrem scheiß Bett Füße. Boah, Digga, da könnte ich die nicht sieht sein. Unter ihrem scheiß Bett Füße. Absoluten Respekt, ne? Weil heftig gedribbelt die Situation. Sie hat dann das realisiert, ne? Ja. Tür zugemacht. Füße hat sie so gesehen. Ganz barfuß leise. Oder so Schuhe? Nein, angezogene Schuhe. Also Einbrecher. Ja. Okay, also genau. Ich habe jetzt im Kopf, okay, Einbrecher maybe. Mhm. Digga, so. das ist der crazy. Sie macht die Tür zu, ne, schließt so ganz leise ab und hat es wirklich schlau gemacht. Die hat dann getan, als würde sie duschen und dann halt den Duschhahn angemacht und dann halt leise die Polizei angerufen. Clever. Dann ist die Polizei dabei ihr einmarschiert. Einfach gesuchter Sexualstraftäter. Geisteskrank. Nein. Geisteskrank. Ach, du Geistes Scheiße, Mann. Digga. Und weißt du, was das Schlimmste und Heftigste daran ist? Der Dude hat nicht mal eine heftige Strafe für das Vergehen bekommen, weil er hat ja nur eingebrochen. Ja, er hat ja noch nicht die eigentliche Straftat, die er begehen wollte, begangen. Alter, wie krank. Absolut Alter, krank. Das ist ja krank. Aber so heftigen Respekt, wie sie das gedribbelt hat. Wie hätte man, also ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation so schnell reagiert hätte. So, wir gehen rein in dem Spiel. Ich teste jetzt R9 und Ham im Doppelpack. Boah, genau, Digga, was muss sich der Gegner jetzt denken? Mit seinem Außenverteidiger Silber und seinem linken Flügel Silber. Wenn ich verlieren hat. Wenn ich das Ding verliere, dann kriegt ihr meine Twitch-Einnahmen vom letzten Monat. Uff. Zum Marathon. Zack, gib mal Ham den Ball, gib mal R9 den Ball. Ich weiß gar nicht, wen ich von den beiden anspielen soll. Achtung, 1-0 Ham. Wer macht die erste Hütte? Mia, Ham. Wer macht die erste Hütte? Ich bin neutral. Oh, er quittet, Mann. So kann ich doch meine Statistik gar nicht ausbauen. FC Void Alitre. Ja, der denkt sich jetzt auch, der ist ein falscher Film. Alter, Courtois? Verkauf lieber noch schnell. Boah, der hat gar nicht mal so schlecht. Aber Zimmer selbst. Ja, aber das ist das Problem von dem NF. Was denn? Er vollstreckt nicht. Das Problem ist, guck doch mal. Warte. Jungs, ich sage euch ehrlich, R9 ist so krass bewegt. Also. Guck mal. Jungs, ich glaube, R9 ist es. Dann, wo sollen wir Hem spielen, wo sollen wir Ding spielen? Funktioniert nicht. Gibt's jetzt was mit Ölf und. 4-1-3-2 geht auch nicht, Achtung. 4-1-3-2 wird gesagt. Ich glaube, geht auch nicht, oder? Hem und der Drachenkrieger! Rillet IV-5er-Kette irgendwas? Oh, könnten wir auch gucken. Hype Train ist da! 1-3-2. Du musst Powershot-Animationen ausmachen. Habt ihr doch auch an, oder? Ja. Es macht schon Unterschied, ob du noch eine Icon drin hast oder nicht. Als Pay-to-Win-Schwein. Der ist auch gerade viel zu teuer hier. Boah! Deswegen habe ich dich geholt, meine Königin! Bam! Bam! Ja, das ist halt ihr Ding, ne? Mittig und gib ihm. Digga, guck mal, wie sie den einballert. Komplett. Machen wir eine verrückte Eckenvariante. Das ist ja die Kacke. Ja.
Über außen Engine Maestro besser. Weil Alter, okay, die haut da manchmal Bretter raus. Hast du gerade wieder abgesaftet mit ja, hab ich wirklich. Die Fixhahn rausgeschleudert? Ja, ja, hab ich. Spannend, ich kann euch Gas geben hier. Ey, erneut, Elfmeter. Wer nimmt sich den Ball? Mir oder erneut? Boah, das ist jetzt ein internes Duell. Mario Götze, wirklich. Ich lass den Drachenkrieger, sorry. Warum? Er ist der Drachenkrieger, er ist eine Legende auf dem Kanal. Wenn er verschießt, darf er nicht mehr. Okay. Boah, immer abwechseln, bis einer verschießt bei denen. Alles halt wohl so gescampt mit Mbappé. Nein. Definitiv. Ey, die Abschlüsse sind so cool, dieses. Definitiv wurden wir nicht gescampt. Wie die so reinpassen. Wir wurden definitiv. Und da gibt's den nächsten Quid. Zack. Der ist so schnell, das ist ja krank. Ach, es macht so Bock, ne? Er ist der Drachenkrieger und Mia ist die Königin. Und wartet ab, bis ich Puder hab. Sie zeigt mir die Welt. Man muss immer gut zu ihr sein. R9, wenn meine Ex Ham hieß. Digga, vielleicht hast du die Tochter von Ham gedatet. Dann hättest du jetzt vieles falsch gemacht. Ich würd so gerne die Reaktion von meinen Gegnern immer sehen, wenn die das Team sehen. Mein Gott. Ey! Rot, guck mal, wie die roten Karten zeigen, Leute. Den hat Ham rausgeholt, sie darf den auch schießen. Oh. Zu viel. Hast du gesehen? Ja, das war letztes FIFA auch schon so. Was gibt's denn noch so für krasse Stürmer, die man sich... Mbappé ist so gut. Gibt's eigentlich noch irgendeinen Brecherstürmer, also der auch körperlich ein bisschen was kann, außer R9? Gibt's Elfer? Ich hab auch eine rote. Digga, wie schnell zücken die denn rote Karten in dem Game? Und Hauptsache bei einer roten erstmal Vorteil anzeigen, finde ich auch geil. Ja, wa? Ja, sehr gut. Digga, guck dir das mal an. Der ist krank, ist wirklich krank. Alter, das ist ja schon ein Cheat, der kann doch durchrennen. Lol, wie gut hat das gespielt? Ey, mir machen diese flachen Abstöße so Spaß. Und dann passiert auch noch so ein Dünnscheiß. Nein. Das ist halt eine völlig gecheatete Doppelspitze. R9 und Ham, Digga. Wenn einer von den beiden den Ball hat, dann will ich das alleine mit denen eigentlich machen. Probier es eigentlich schon, Call. Oh, da hat man eine neue. Das kannst du halt mit R9 nicht machen, aber. Ein Wurf. Digga. Ich habe aber noch nicht den Spot raus, wie lang sie braucht für den Schuss und sowas. Wurde gepatcht, Chat. Guck mal, MAP. Mia, die Königin! Fuck, hast du gerade eben das mitspielende Auge gehabt? Hast du gesehen, ne? Ich überlege, ob ich Carlos auscashen soll. 900 ist schon echt sauber. Bitte. Könnte ich diese Katsche auch. Aber Mbappé ist krass, das Außen. Ich mach eigentlich übertrieben viel für die Außen. So, warte, jetzt mach ich's, okay? Die klallen die Mummel rein, ne? Oh, verzieht aber auch krass. Silent Patch. Silent Patch? Ah, stimmt, Shinola könnte ich auch mal antesten, ne? Den Mann habe ich noch gar nicht gegönnt. Erneuern rausgeholt. Ah. Ey, die geben immer rot, die Schiedsrichter. Wieder? Ja, das ist geisteskrank. Die geben die ganze Zeit eine rote Karte. Immer wenn du faulst. Ja, im Strafraum, Elfmeter. Wo war das eine rote Karte, Alter? Vor allem eigentlich gibt es ja in Real Life diese Doppelbestrafung fast gar nicht mehr. Nur wenn der Ball so gar nicht in der Nähe ist. Bei mir geben die nie rot. Also hier ist einfach schon 4 rote Karten. Guck mal, Alex Puteas. Guck mal. Digga, sie ist die krasseste Spielerin. Warum zündet er nicht? Du musst stehen bleiben und Tempo drücken. Das ist mein Gegner eigentlich auf Crack? R1. Chat, das Tor ist für euch. Digga, ich mach's jetzt wieder wie die Spiele vorher. Ich such mal eine Mia und fackel die Mummel einfach drauf. Digga, kriegt der Torwart jetzt rot? Ach, und das ist gelb, oder was? Übrigens ist das ein Bug, die gehen immer rein, selbst wenn der Torwart da reinspringt. Ihr müsst perfekt treffen und dann bam. Wie langsam war er, ne? R9 war doch nicht langsam. Geschrieben im Chat, ich seh's hier, ne? Was? Digga, guck mal, wie schnell der ist. Der Bray. Ist es wieder umgestellt worden? Also, dass es da nicht auf grün kommt. Ist er schon stark, oder Timo? Schnell ist er, der Bray. Digga, ich hab offiziell. R9, leg mal einen rüber zur Mannschaftskollege. Offiziell über 160.000 FIFA-Points heute ausgegeben. Oh, mal shooten. Digga, what the fuck, Alter? Harry Kane. Eligello. Dani, das ist eine Stimulation Pro X, oder? Die Zweier, ja. Bam! Schepper sie ein, Ham! Schepper sie ein! Sebastian, ruhig. Jedes Mal hängt er am Rüdiger! Chat, feiert ihr die Trio-Streams auch so geisteskrank? Den Herrn Rüdiger ist Gott, Digga, ich schwör's dir.
Digga, gibt's jetzt mal die verfickten Schalke? Boah, Alter, er 9 ist so schnell und beweglich. Hat einer von euch ein Schalke-Trikot und will mich glücklich machen? Ah, danke, Mbappé. Ach, diese flachen Abschüsse sind so cool, ne? Das sind 400k Gewinn und die schmecken lecker. Lecker, schmecker, Spaß und lecker. Ich weiß noch, irgendein FIFA, wo du so Schussfinte zur Bayernname gemacht hast, das war auch richtig OP. Ja, doch, er hat's. Rüdiger ist aber krank, gell? Digga, geht in Rüdiger, ich schwör's auf euch alle. Geht einfach alle in Rüdiger. Geht einfach alle in Rüdiger rein. Digga, die Schiedsrichter zücken da die roten Karten, jedes Spiel einfach, ne? Größte. Ja, immer bei Elfmeter, ne? Ich probier mal was. Digga. So richtig ihn nur reinzupassen. Ups, ne, die sind ja auch. LOL. Hm. Geht sogar rein. Ich sage euch ehrlich, ich empfehle euch auch 9. Ich zeig's dir, ich demonstriere es dir. Zeig's mir. Er ist so schnell mit diesem R1 Dribbling. Er hat gerade auch nichts mehr gemacht. Hier, guck dir an. Der hat auch ein richtig geiles Dribbling. Siehst du das? Oh, ja. Siehst du das? Und dann passt er einfach rein. Ja, klasse. Ich demonstriere es dir. Ich demonstriere es dir. Verkauf alles, wir holen R9 jetzt. Komm, was über die Öler hier? Kommen aber auch die Ölers hier plötzlich her. Ich bin halt. Hey, ich glaube, ich habe Neymar gezogen. Nee. Ach. Ach, Digga, Michael, du ver. Digga, warum spielt ein Brasilianer denn auch bei Al-Hilal auf dem linken Flügel, Digga? Michael! Ey, diese Einschieber machen so Bock. Ey. Diese lockeren Einschieber. Ja, einer von den beiden hat losgelassen. Ist Neymar LM oder linker Flügel mal für die Zukunft? Linker Flügel. Ist Neymar linker Flügel? Jo. Und das ist auch übrigens ein Eli Jallo Classic. Es ist übertrieben. Rundiers. La Croqueta ist ja übelst OP. 7 Spiele habe ich jetzt mit Ham. Ich werde sie nicht verkaufen, sie ist cool. Auf jeden Fall, ich glaube, sie passt auch ins Team. Ja, charakterlich. Aber ich bin der Meinung, dass R9 besser ist. Jetzt mach doch nicht diesen Ding. Einfach so durch. Ich habe gemerkt, dass sie so kleine Schritte macht und diese großen Innenverteidiger nehmen ihr eher den Ball ab. R9 ist da ein bisschen anders. Und er ist geisteskrank beweglich. Er ist viel schneller als letztes Jahr. Wegen dem Buddy-Type. Das ist meine Meinung. Ich sage R9 beste Karte im Spiel. Und ich habe mich für Ronaldinho entschieden und gegen den Mbappé, weil ich auf meine Bros aus Grünstadt glaube. Und Modric ziehe. Ich sag, die Goldkarte schieben wir ganz schnell wieder ab. Merkt man schon. Ich muss es halt machen, weil du hast Pink und Orange. Du kannst nicht Pink färben. Du kannst nicht von Pink auf. Bei Willi war die Polizei, er ruft an. Salam alaikum. Was geht? Mir leise. Wurdest du hops genommen oder wie? Habibi, ich bin auf Bewährung gerade. Keine Mücke mehr. Bist du auf Bewährung? Ja, Mann, Free Willy. Was ist passiert? Habibi, mein Nachbar, der ist ein Alien. Hat er einfach Polizei gerufen? Ja, ja. Und was hat die Polizei gesagt? Hab die Tür nicht aufgemacht. Bei Polizei? Hat Stream ausgemacht und sitzt jetzt hier. Oder war einfach Nachbarklinge? Nee, Nachbarklinge ist nicht mehr. Was ist das denn für ein Assi? Ja, und jetzt sitze ich hier, ne? Weißt du? Bist du auf Bewährung, hä? Bist ein Harter? Hallo. Morgen früh ein bisschen früher rausgehen, dass er mich nicht abhängt. Und immer gucken, bevor ich rein nach Hause komme. Was hast du? Warst du so laut? Hast du geschrien? Ich hab gegen Eldos 1-1 gespielt. Das hab ich ein bisschen. Hast du gegen Eldos 1-1 gespielt? Nach 90 ja, Minuten? Ja, nach 90 Minuten. Sydney Rage Quit. Echt? Bist du Macher oder was in FIFA? Ich würde schon sagen, dass du vielleicht mal bei Focus ein bisschen Platz machen solltest. Ja? Okay. Wann kommst du wieder nach Berlin, Dickerchen? Morgen. Okay, ja, Bibi. Dann spätestens morgen. Ich wünsche euch was, ja? Okay. Ciao, ciao. Ich schwör, vor 3 Stunden war die Welt so in Ordnung, ne? Spaß gemacht, Coins gehabt, geiles Team gehabt, Burger vorne drin. Burger. Jetzt stehen nur 11. Ich kann es nicht mehr. Ich schwör's Workout. Euch. Den Workout. Birgit für 290k ist stärker wie ein Mbappé für 3 Millionen, Alter. Das ist mein Hot Take. Ihr habt es gehört. Birgit auf die 1, Digga. Ist einfach so. Eigentlich schreibt man zum Lachen. Scheiße, die Birgit kriegt das safe noch, die Kapitänsbinde, ne? Hort Birgit kaufen. Zeig mal. Kauf sogar die Birgit. Sag mal, Birgit. Scheiß auf die Ham, Alter. Birgit ist die Macht. Sag dir ganz ehrlich, weißt du, wo der Blick kam, als die Birgit raus ist? Ja, ist so. Birgit. Achte. Abschluss 94, Schussgrad 94. Kannst du E-Sportler-Kollege mal anrufen? Birgit auf die 1, Digga. Wir haben uns immer verleiden lassen.
Das ist das, was schon am meisten abfuckt. Oh, auch Digga, du hast ja wirklich nur noch ein Jahr. Guck mal dein Bild an, was Erfolg gehabt. Jo, ich habe 6 Monate. Johannes sagt bis 6 Monate. Ich mach bis zum Tod und alles sauber. Johannes sieht dich noch 6 Monate, aber ich kam gerade rein, 6 Monate. Johannes mit 6 Monate. Der wusste mehr, deswegen nur 6 Monate. Das ist einer von Broski. Digga, der hat so eine große Fresse. Der hat wirklich ganz schön viele Disconnects gerade gehabt. Ich hab gewonnen. Digga, du holst 6-1 weggeknallt, Junge. Ich hab den scheiß Gips an der Hand. Hier ist Christoph Dorn. Ey, ihr habt eine ganz crackige Playlist, ne? Jedes Mal, wenn ich hier reingucke. Digga, wenn ich so einmal singe, ne? Da kommt so ein Schwinger auf dein Glasgestell geflogen, Alter. Ehrlich. Mach mal. Oh Mann, Alter. Was kostet eigentlich Sam Kerr? Was ist eigentlich mit dir, Langer? Na, Digga, ihr werdet irgendwie völlig weggeschnallt. Der kann gar nicht mehr reden. Digga, der kriegt ja keinen Gradensatz mehr raus. Junge, was gibt's in Berlin nochmal zum Trinken, Alter? Ist ein bisschen... Bro, mach dir mal ein bisschen Wasser ins Gesicht. Du hättest immer mal die Tabletten da reinmachen müssen ins Getränk. Heute Abend werden alle Firmen auf Teasy umgeschrieben. Die Verträge habe ich schon ausgedrückt, Digga. Heute Abend gehört uns wieder mit Helle, Digga. Ab morgen heißt es Teasy Raid. Also ich würde nochmal alles hinterfragen. Mbappé raus, Ginolski raus. Mbappé schon drauf. Birgit rein. Birgit kommt wieder rein. Nein, bei dir ist es passiert, Eli. Es nervt mich. Nein. Es fuckt mich auch. Nee, das nervt mich. Nee, das nervt mich. Das fuckt mich auch. Boah. Ich sag's ja ehrlich, unverdient. Boah, doch, ey. Jetzt gönnt doch mal ein bisschen. Ja, es gibt die Scheiße. 20k. Eder Militao. Kannst du auch mit draufstellen, komm. Ja, 20k. Wie teuer ist denn der? 150? Digga, die letzten 45 Stunden. Boah, 200.000. Es hat sich alles gedreht, ne? Wir haben keine Walkouts mehr. Wir waren in der Packs da. Spielerisch lief es. Wir hatten ein geiles Team mit Abstand. Jetzt stehen wir vom Scherbehaufe. Und die ganzen E-Sportler, den zocken? Was machen wir, wenn der kacke ist? Der ist gut. Der ist sehr gut sogar. Herrlich. Entschuldigung. Oh, Rodri, oder wie? 89, Rodri, so. Wir werden morgen... Oh, Naschi! Boah. Es ist gleich soweit, Jan. Wir werden gleich offline gehen. Ihr könnt hier nochmal ein Follow da lassen. Ein Sub da lassen. Wir waren gestern 11 Stunden online. Heute 12 Stunden, insgesamt 23 Stunden von möglichen, ich weiß gar nicht wie, ja. Auf jeden Fall 23 Stunden waren wir live. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir werden das vielleicht, ich weiß nicht, wann kann man das denn? Digga, das Ding ist bei mir, zu Totti lade ich halt nicht auf, ne? Sehen wir uns halt nächstes Jahr, ne? Wir machen einfach mal irgendwann in den nächsten Wochen, wenn du noch in FIFA drin bist, machen wir einfach was. Soll denn das heißt, natürlich bin ich in FIFA drin, wenn ich nicht gerade gehackt werde. Ja, so ein Weekend League Öler Wochenende einfach zusammen. Ja, das können wir auch machen. Wenn du noch in FIFA drin bist. Aber nur wenn jeder Birgit vorne drin spielt. Die so ein Weekend League Öler Wochenende hier zu dritt wäre schon geil. Sag ich ehrlich. Ich glaube, der Chat hat die Kombi auch sehr gefeiert. Ich muss sagen, mir hat es nicht so gefallen. Ja, ich hatte gehofft, die 1 Million Follower kommen. Wir haben jetzt gerade die Hälfte. Und da habe ich vom Gotti ein bisschen mehr erwartet. Das stimmt.